voll witzig. Das Sat.1 Comedy Quiz. Mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Hans-Werner Olm und Thomas Hackenberg. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns bekommen Sie die witzigsten Bilder auf die brennendsten Fragen der letzten Tage. Zum Beispiel, wo liegen die Nachteile beim 0-Liter-Auto? Wie aufregend ist die neue Achterbahn auf dem Oktoberfest wirklich? Und was ist das Besondere am Aerobic-Video von Heiner Lauterbach? Was hinter diesen und vielen anderen Bildern steckt, das erklären Ihnen gleich Markus Maria Profittlich und Thomas Hackenberg. Und Mirko Lonchev und Hans-Werner Olm. Also, bleiben Sie dran, bis gleich. Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Auch heute Abend habe ich wieder zwei Rateteams an meiner Seite, die hochkarätiger nicht besetzt sein können. Auf der einen Seite Markus Maria Profittlich. Und neben ihm sitzt der Mann, der selbst in einem Smart noch aussieht, als würde er in einem Omnibus sitzen, Thomas Hackenberg. Und auf der anderen Seite Mirko Nonchef. Und der Mann, der es wieder nicht geschafft hat, sich ordentlich zu rasieren, Hans-Werner Olm. Oh. Hans-Werner, hat dir eigentlich noch niemand erklärt, dass diese Werte seit 2 Jahren total out sind? Ehrlich? Ja, wieso? Das trägt doch heute jeder, sag mal. Das trägt doch jeder heute. Ja, aber nicht im Gesicht. Gestern, meine Damen und Herren, wurde in München das Oktoberfest, die Wiesn, eröffnet. Für viele ist es ein Tag auf der Wiesn, ist ja wie ein Urlaub auf Mallorca. Die Einheimischen sprechen gebrochen Deutsch, man kann den ganzen Tag saufen und steht mit den Füßen in einer lauwarmen Pfütze. Ja. Ja. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Ich fahre dieses Jahr auch aufs Oktoberfest, ne? Echt? Ja. Bin ich mit wieder Zwergen werfen? Sag mal. Stimmt es eigentlich, dass du deine Hemden wieder als Bierzelte vermietest, Puppelchen? Ja? Besser ein Hemd wie ein Bierzelt als ein Hemd wie ein Zirkuszelt. Flutzirkuszelt. Wisst ihr eigentlich? Nein! Wisst ihr nicht? Nein! Dann habe ich ja eine Chance. Wisst ihr, warum das Oktoberfest heißt? Es ist doch völlig klar, weil es ein Fest ist, nicht? Oktoberschach wäre ja völlig Quatsch. Oder Oktoberrevolution, nicht? Oder Jagd auf Roter Oktober, oder? Danke, Mirko, vielen Dank, Mirko. Vielleicht möchtest du ja in deiner Brillanz, wunderbar. Ja, ich kann noch mehr, ich hätte Punkte sammeln können. Aber ich bin ja nicht, naja. Vielleicht könntest du mal in deiner brillant analytischen Art heute einmal die Voll-Witzig-Regeln erklären, hä? Ja, das kann ich. Schnauze halten, sonst Punktabzug. Das ist richtig, weil genau darum geht es. Und darum solltet ihr jetzt sehen. Ja, ich weiß das. Denn ich bin in dieser Show. Schnellstens Punkte zu machen. Punkte, die ich euch später wieder abziehen kann. Die erste Gelegenheit dazu habt ihr in unseren Filmen der Woche. Markus und Thomas, welche Meldung könnte zu diesen Bildern passen? Oha. Ach, immer mehr Fußballer andersrum. Hat Bayern München jetzt völlig die Orientierung verloren? Wobei,
Markus, also wenn da alles andersrum ist, dann hat der Schiedsrichter eigentlich bei diesem Spiel die Pfeife dann im Hintern? Ja, ja. Die spielen. Ja, die spielen. Die spielen so lange, bis der Schiri abfurzt. Ja. Da gibt's vielleicht ein bis zwei Punkte. Sehr schöne Ideen, meine Damen und Herren. An der Grenze des guten Geschmacks. Aber mal sehen, was ihr nachlegen könnt, Hans-Werner und Mirko. Ach, wir legen nach. Ja, hallo. Hier ist euer Film. Was ist das denn? Achso, ich hab jetzt gar nicht. Ja, die alte Frau. Kate Moss kehrt zu ihrer Mutter zurück. Erfolgreichster Organspender setzt sich zur Ruhe. Sex. Ja, Quatsch. Jetzt bewiesen, Sex im hohen Alter geht voll auf die Knochen. Ja. Mann, du hast uns da wieder. Wunderbar, meine Damen und Herren. In Wirklichkeit sahen wir ein Originalbild von Inge Meisel in ihrer Berliner Wohnung. Endlich hat sie keine Falten mehr. Ich komme zur Punktevergabe. Es ist schwierig. Ich habe noch nie in der 350-jährigen Geschichte von Voll Witzig so schwer gehabt, 5 Punkte auf 2 Teams aufzuteilen. Und ich mache das, meine Damen und Herren, ganz einfach. Ich gebe 2,5 Punkte für euch und 2,5 Punkte für euch. Yeah. Meine Damen und Herren, Sie haben es alle erfahren, denn wir alle sitzen ja seit einigen Stunden vor den Fernsehern. Auch heute blamierte sich die SPD wieder bei Landtagswahlen. Der Fraktionsvorsitzende Peter Struck hat die SPD-Niederlage aber so schön geredet, dass man ihm spontan einen Posten als Pressesprecher von Borussia Mönchengladbach angeboten hat. Voll witzig, die Sendung für Bildung und politisches Bewusstsein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die letzten Fragen der Politik ein für alle Mal zu beantworten. In unserer heutigen Schnellraterunde habt ihr 30 Sekunden Zeit, möglichst viele Antworten zum Thema Politik zu geben. Jede witzige Antwort gibt einen Punkt. 30 Sekunden, Thomas fängt an. Was ist der Ältestenrat? 7 Tage, 7 Köpfe. Jawohl. Was versteht man unter Gewaltmonopol? Deine Punktverteilung. Oho, oho. Was sind die Grauen Panther? Scheintot. Ja. Was ist ein Bundesgericht? Eisbein mit Sauerkraut. Was ist Demokratie? Wenn die Frau oben liegen darf. Was ist Diktatur? Ja, wenn die Frau immer oben liegt. Was ist Diplomatie? Wenn der Mann sagt, bleib ruhig oben, Schatz. Ja! Bravo! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Ja, sehr gut. Und jetzt 30 Sekunden. Für die Opposition 30 Sekunden über Politik. Mirko beginnt. Was versteht man unter Bürgernähe? Das ist ja, also wenn ein Schaf mit einem Mann, wenn ein Mann mit einer Frau, wenn die kuscheln, wenn die sich lieb haben. Also wenn die miteinander, also wenn er ein Teil, also wenn du so. 30 Sekunden. Das ist Bürgernähe. Das ist Bürgernähe. Gut, wunderbar. Das hat lange gedauert. Wer war verantwortlich für den Kalten Krieg? Captain Iglo. Ja! Wer ist der bekannteste Grüne? Ja! Wer sang, wir sind das Volk? Die Schlümpfe? Ja! Wer sorgte für den Fall der Mauer? Markus Maria Profittlich. Komm, die kriegen wir noch nicht. Eine lustige Antwort. Leider, leider, leider war die nicht mehr im Zeitrahmen. Ich vergebe Punkte für diese schnelle politische Runde. 1, 2, 3, 4 für euch. Und für das Team Markus. 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 Punkte für euch! Markus und Thomas liegen damit vorne. Und zwar mit 9,5 Punkten.
für euch und 6,5 Punkte für Hans-Werner und Mirko. Aber, meine Damen und Herren, es ist noch alles drin. Sie haben es alle gelesen, Sie haben es gehört. Vor wenigen Tagen wurde Ulrich Wicker zum beliebtesten Nachrichtensprecher der Nation gewählt. Das ist auch kein Wunder, denn schließlich hat er von allen Nachrichtensprechern mit Abstand die schönsten Beine. In unseren voll witzig Nachrichten habt ihr jetzt Gelegenheit, ihm diesen Rang streitig zu machen. Wir zeigen euch Nachrichtenbilder, zu denen ihr euch spontan neue Nachrichten einfallen lassen sollt. Thomas, hier kommt deine erste Nachricht. Ja. Hallöchen. Das Erotikmagazin Piep wird ab Januar von dieser Frau moderiert. Sie ist die neue Freundin von Dieter Bohlen und ist ein ganz aufgeblasenes Stück. Neuer Hit auf der Spielwarenmesse, das Pamela Anderson Puzzle. Es besteht aus zwei Teilen. Ja. Ah ja. Nochmal Spielzeug, nochmal Spielzeugmesse. Der Scherzartikelhersteller Mattel ist pleite. Grund dieses Furzkissen. Tragisch, tragisch, DJ Bobo hat bei einem Unfall seine beiden B verloren. Er heißt ab jetzt DJ Oh Oh und spielt nur noch bei den Teletubbies. Ja, dingi, dingi. Jetzt ist Kollege der Punkt übergeben. Teletubbies gegen Furzkissen. Ich würde sagen, leichte Vorteile für das Furzkissen. Ja. 3 Punkte für euch und 2 für euch. Okay, das geht. Das nehme ich. Und wir kommen nun zu einem Spiel, auf das Gerhard Schröder besonders neidisch ist. Während der Kanzler nämlich überall sein Gesicht verliert, bekommt ihr sogar eines dazu. Und zwar in unserem Pappnasenspiel, Pappenheimer Nasenspiel oder Nasenheimer Pappenspiel. Sollt ihr erraten, wer das ist, der da sitzt, wo ihr gerade sitzt. Ich bitte euch, die blickdichten Brillen aufzusetzen. Und es sind wieder 2 Prominente dieser Woche. Und ihr habt 45 Sekunden Zeit, durch Fragen herauszufinden, wer ihr seid. Das ist einmal für Markus, der Prominente der Woche, und der Prominente der Woche für Thomas. 45 Sekunden Zeit. Und hier ist euer erster Hinweis. 2 Nasen tanken super. Ab jetzt. Nein. Sind wir ein Mann? Sind wir beiden Männer? Männer? Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Schauspieler? Nein. Sind wir Menschen? Nein. Nein. Tiere? Nein. Nein. Sensation? Ja. Ja. Comicfiguren? Ja. Euer zweiter Hinweis, eure Heimat ist so flach wie eure Witze. Asterix und Obelix? Nein. Da gibt's noch Berge in Frankreich. Wo? Walt Disney-Figuren? Nein. Tim und Struppi? Denk mal an Deutschland, weiter im Norden. Oh, Werner! Werner, es muss kesseln! Und wer noch? Werner und, wie heißt der Kumpel von Werner? Ja! Und Meister Röhrig! Ah. Ja! Der neue Werner-Film, meine Damen und Herren, läuft seit Donnerstag im Kino zum 3. Mal dabei. Ist auch Meister Röhrig und damit ist er der einzige Handwerker, der für 3-mal Erscheinen nicht 1-mal Anfahrtskosten berechnet. Wunderbar den Werner erraten, der Röhrig war aber auch schwer. Ja, ja, es war aber auch schwer, der Handwerker. Aber trotzdem, einen Punkt, gut gemacht. Ja, und die Punkte vergebe ich aber gleich. Und jetzt seid ihr dran. Ja, ihr seid dran und zwar habt ihr wiederum für schnell die Brille wieder aufgesetzt. So, da rausschneiden wir dann nachher einen ganz normalen Satz. Ach, mach doch nicht dicht. Und hier ist Mirko Lautschirm. Ja. Lach doch nicht, das ist eine ernste Show. Und Hans Werner. Und auch ihr habt 45 Sekunden Zeit, euer erster Hinweis. Ihr seid die Unterbrechung der Unterbrechung. Ab jetzt. Ihr kommt ja aus der Fernsehbranche. Was? Ja, ja. Sind wir Männer? Sind wir Männer? Nein. Sind wir Figuren?
Was? Kinder? Ach, leck mich doch, Mensch. Also, Was sagt ihr nie sowas? Figuren. Sind wir Figuren? Ja. Künstliche Figuren. Männlich, weiblich? Geschlechtslos. Ja. Nein. Oder ein Riesengeschlecht. Ich weiß es nicht. Zeichentrick, Ja, Zeichentrick. Mickey Mouse. Ja. Zweiter Hinweis, ja. Ihr kriegt immer eins auf die Mützchen. Ach hier, wie heißen die hier, die kleinen Süßen? Wie heißen die? Guten Abend! Wer denn? Ja. Die weißen Männchen oder was? Wer? Ja? Was denn nun? Ja! Weiße Männer! Natürlich! Was denn? Die Mainzelmännchen! Also seht, die Mainzelmännchen erraten worden. Punkt in dieser Runde, ganz klar. Ein Punkt für den Werner für euch und zwei Punkte für euch! Das ist total verrückt! Das ist verrückt! Das ist unglaublich! Also hier ein Punktestand von 10,5 für euch und 13,5 für euch. Aber es ist noch alles drin zur Zeit, meine Damen und Herren. Findet in Frankfurt die zweitgrößte Automobilausstellung der Welt statt. Die größte Automobilausstellung kann man jeden Tag sehen, und zwar am Kamener Kreuz. Was die Automobilhersteller allerdings verschweigen, Autofahren ist und bleibt gefährlich. In unserem heutigen Pantomimespiel sollt ihr deshalb die häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle darstellen. Markus beginnt. Du hast für jeden Begriff 10 Sekunden Zeit, ihn darzustellen. Und Thomas muss ihn erraten. Wenn er richtig erraten ist, gibt es einen Punkt. Die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle. Hier ist dein erster Begriff. Und du hast 10 Sekunden Zeit ab jetzt. 15 Sekunden. Ja, Ei. Abfahrt, Scheibenwischer. Sex mit der Hand. Selbstmord. Nein. Durch eine Hahnankurve fahren. Toter Winkel. Nein. Nicht. Ich zeig mal Winkel. Ein Winkel musst du so machen. So. Hast du denn nicht? Hast du nicht die Hypotenuse erkannt, ja, nein, die er dargestellt hat? Nein, die ist ja immer gleich lang wie die eine. Ja, natürlich, ja, aber er hat leider zwei unegale Arme. Eben, das ist das Dumme. Also, und jetzt die zweite Verkehrs. Hier ist Nummer zwei, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Flirten! Flirten, abgelenkt werden! Flirten! Was ist der Grund für einen Verkehrsunfall? Sex, Geilheit am Steuer. Nein. Sex mit Angel. Also leider kein Punkt. Und jetzt die dritte und eine der wirklich, das darf ich dir als Tipp sagen, häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Hier für dich 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Na gut. Jetzt. Schlüssel, das Radio ist Hölle, 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 meine Damen und Herren, und Sie sehen, man haut sich, man schlägt sich und man küsst sich. Das war die Hölle, leider nichts erraten. Und sehen Sie gleich nach der Werbung die Unfallursache Nummer 1, Mirko Nonchef. Außerdem erwartet Sie diesmal wirklich ein fantastisches Finale. Also, bleiben Sie dran. Das Comedy Quiz in Sat 1 mit mir im Studio Markus Maria Profetti und Thomas Hackmeier. Oh, yeah. Und Mirko Nonce von Hans-Werner Alm. Die waren leicht hinten liegen, aber es ist noch alles drin. Im ersten Teil unseres Pantomimenspiels hat Thomas Hackenberg auf der ganzen Linie versagt. Und jetzt im zweiten Teil geht es wieder um Unfallursachen, die unser Crash-Test-Dummy Mirko Nonchef jetzt darstellen soll. Mirko, komm bei mich bei, denn auch für dich gilt es jetzt, Unfallursachen darzustellen, die Hans Werner erraten soll. Und hier ist eine wirklich tragische... Eine tragische Ursache für einen Unfall. Wenn das, was du jetzt darstellen sollst, passiert, dann folgt meistens immer zu 100% ein Unfall. Hier ist der Begriff Nummer 1 und 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Sex im Auto. Nein. Traumsteuer. Achso, ich bin gut. Meine Damen und Herren! Das ist unser Punkt.
Da sprach diese ganze Verzweiflung aus Thomas Hackenberg. Es musste raus. Ja, dieser Mann hat Jahre drauf gewartet. Und dieser hat der gegnerischen Mannschaft. Und der gegnerischen Mannschaft damit einen Punkt beschert. Wunderbar. Gut erraten. Und die zweite Ursache für Unfälle, auch jahreszeitbedingt abhängig. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Schlechte Sicht. Tier auf der Autobahn. Kaninchen, Wildverkehr. Tier auf der Autobahn. Was mit dir? Unfall. Koala. Nein. Krötenwanderung. Aber Koala war auch nicht schlecht. Wie kommt der Mann weg? Wie kommt der Mann auf Koala? Da hätte ich ja leider nicht erraten. Und jetzt, meine Damen und Herren, der wirklich der Super-GAU, der größte denkbare Verkehrsunfall. Es ist auch gleichzeitig der zweite Name von Mirko Nonchef. Bitte schön, hier wird es dargestellt. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Der größte denkbare Verkehrsunfall. Nein, Verkehr. Nebenverkehr. Ein Runterholen. Also, leider, es war auch schwer zu erraten, meine Damen und Herren. Trotzdem ein Punkt für euch, leider kein Punkt für euch, habt ihr mies erraten. Ein Punkt noch für euch, eine Nummer war richtig erraten. Und ich denke, wunderbar, meine Damen und Herren, wir haben einen Endstand von 11,5 Punkten für euch und 13,5 Punkten für euch. Damit seid ihr Sieger des Abends. Und meine Damen und Herren, das ist noch nicht alles. Markus Maria Popwittling, Markus. Du hast mit deinem Team in den vergangenen 17 Folgen voll witzig, hast du fantastische 234 Punkte gesammelt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und zweiter Halbjahressieger Mirko Nonchef mit gigantischen 216 Punkten, meine Damen und Herren. Und nun will ich euch eure Punkte wirklich nicht länger vorenthalten. Hier sind eure Punkte. Viel Spaß mit euren Punkten. Meine Damen und Herren, voll witzig, macht jetzt eine kleine Pause und am 31. Oktober sind wir wieder für Sie da. Dann mit grünen Punkten kommen Sie gut durch den Spätsommer und denken Sie daran.